music? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Какой же ты на самом деле? Я живу музыкой. Все, что я чувствую, все мысли, все мои мечты, я вкладываю в музыку. Я знаю себя. Это немногим дано. Но я не хочу открываться другим. Immer eine wahnsinnige große Ehre, den Echo zu bekommen. Ich bin wahnsinnig überwältigt mit meinen Gefühlen, wahnsinnig glücklich.
Bestseller des Jahres. Was soll man eigentlich dazu sagen? Also Paganini war ja nun wirklich jemand, der jeden Instrumentalisten inspiriert hat. Ich erinnere mich, ich bin aufgewachsen mit den Paganini-Kapricen. Ich glaube, jeder andere Geiger, auch die Orchestermusiker, jeder hat sich ein Stück weit an Paganini orientiert. Klar kann man jetzt natürlich sagen, Technik ist nicht alles. Technik ist das Fundament von Musik. Aber im Endeffekt braucht man eine gute Technik, um wunderbare Musik machen zu können. Und für mich ist Paganini wirklich Grundstein für das freie Musizieren, ob es jetzt Tschaikowski-Violinkonzert ist, ob es Brahms, ob es wirklich die ganz, ganz großen Sibelius, Schostakowitsch. Wo wären wir ohne Paganini? Er hat wirklich etwas ganz Neues geschaffen. Wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern an die Geschichte. Es gab vor Paganini keinen, der auf dem Instrument etwas so Großartiges, Neues gemacht hat. Ich halte diesen wirklich, wirklich in Ehren für Paganini und ich hoffe, dass vielleicht noch der ein oder andere in den nächsten paar Jahren dazukommt. Alles, alles Liebe. И что было после, я тоже помню. Мистер Уотсон, маэстро излишне чувствителен в день концерта. Разумно было бы не расстраивать его по мелочам. Нет, я должен поздравить их. О, сеньор Паганини, это было потрясающе, сэр. Урбани, найди мне экипаж. Вы собрались куда-то? Могу я вам чем-нибудь помочь? Вы же вернетесь, да? Я организовал транспорт до театра. Выехать нужно в 6, движение может быть очень плотным. Всего доброго, мистер Уотсон. Очень плотно.